Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein spannendes Thema für euch. Heute geht es um die 65%-Regel unseres wunderschönen Gebäude-Energiegesetzes. Ja, ich weiß, klingt jetzt erstmal nicht sehr spannend, aber ich kann euch versprechen, da steckt so einiges hinter, was man erst nicht denkt. Wir gucken uns jedenfalls erstmal an, wie funktioniert eigentlich diese 65%-Regel, wie sieht das aus, was ist die kommunale Wärmeplanung und vor allen Dingen, welchen Einfluss kann die auf euren möglichen Heizungstausch haben, aber eben auch so andere Dinge wie, wie sieht das aus mit der Wärmeinfrastruktur und Fernwärme, aber auch der ominöse H2-Ready-Aufkleber, ob der nicht vielleicht auch einfach alle Probleme für uns lösen kann. Und wir steigen ein mit der wichtigsten Frage, was genau ist denn jetzt diese 65%-Regel? Na nun, grundsätzlich, was ich gerade schon meinte, ist die verankert im Gebäudeenergiegesetz, was jetzt zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. Und diese Regelung besagt, dass ihr für jede neu eingebaute Heizung, die einen fossilen Energieträger nutzt, also sprich letzten Endes sind das dann Gasheizungen oder Ölheizungen, immer auch einen Anteil von mindestens 65% regenerativen Energien benötigt. Wie soll das Ganze in der Praxis aussehen? Nun ja, da bleibt euch eigentlich bei den meisten Fällen nur der Aufbau eines hybriden Systems übrig. Das heißt also, ihr müsst zusätzlich zu eurer neuen Gasheizung auch immer noch zum Beispiel eine Stromheizung einbauen. Stromheizungen gelten generell als regenerativ. Völlig egal, aus welcher Quelle der Strom stammt. Also auch wenn der Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken kommt, ist das regenerativ dann bei euch im Haus. Deswegen sind eben Wärmepumpen da hauptsächlich vorgesehen, aber zum Beispiel auch Infrarotheizungen und so weiter, also Stromdirektheizungen, natürlich auch Splitklimageräte, also da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, mit Strom regenerativ zu heizen. Alternativ natürlich auch Biomasse, das heißt auch zum Beispiel so ein Pelletofen oder so als hybrides System könnte da technisch gesehen dann diese 65%-Regelung erfüllen. Allerdings ist das Ganze ein bisschen komplizierter bezüglich der Einführung. Aktuell, also jetzt im Januar, jetzt gilt aktuell diese Regelung nur für Neubauten innerhalb eines Neubaugebietes. Also wenn ihr jetzt neu baut und ihr seid in einem ausgewiesenen Neubaugebiet, dann müsst ihr jetzt Stand heute bereits die 65%-Regelung erfüllen. Für alle anderen, also sprich auch Neubau außerhalb eines Neubaugebietes oder eben letzten Endes für die Bestandsimmobilie, wo einfach nur ein Heizungstausch getätigt wird, da gilt die 65%-Regelung erst dann, wenn auch eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Aber was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, denn genau diese kommunale Wärmeplanung, die wird jetzt die Gemeinden in den nächsten Jahren ganz schön auf Trab halten, schätze ich mal. Ja. Und der ein oder andere externe Berater, der kann sich wahrscheinlich schon mal den nächsten Porsche vorbestellen. Jedenfalls geht es grundsätzlich erstmal darum, zwei Fragen zu klären. Ich muss erstmal die Frage klären, jetzt innerhalb meiner Kommune oder auch Gemeinde, wie auch immer, wie viel Wärmeenergie wird eigentlich benötigt und vor allen Dingen an welcher Stelle? Das heißt, ich habe vielleicht mehrere Wohngebiete, dann weiß ich ja so ungefähr den Bestand, ne? Ist das Altbestand, ist das Neubestand und so weiter. Wie viel Wärme brauche ich überhaupt, um meine Kommune beheizen zu können? Und ich muss natürlich auch mögliche Wärmequellen identifizieren, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Industriegebiet habe, wo also durchaus irgendeine Industrie ansässig ist, die halt sehr viel Wärme produziert. Also ich spreche jetzt hier im energetischen Sinne nicht, also produziert in Anführungszeichen, aber wo ich halt Prozesse habe, die sehr heiß werden, wo ich dann wiederum kühlen muss, dann ist für mich die Wärme ein Abfallprodukt. Schaut man dazu auf die Seiten der Bundesregierung, dann stellen die sich so Sachen vor, also die benennen jetzt die Industrie dabei nicht so richtig, aber was sie auf jeden Fall wissen, Rechenzentren, ja, dass dann die Wärmeenergie aus einem Rechenzentrum kommen soll. Ja, ja, natürlich, im Digitalstandort Deutschland, da kommt die meiste Wärmeenergie natürlich aus dem Rechenzentrum. Da kann man dann mal wieder sehen, wie die wieder unterwegs sind. Ja, also ich kann mal gucken, hey, also bei uns ist hier kein Rechenzentrum. Aber egal, grundsätzlich muss man natürlich sagen, ist das von der Idee her, von der Theorie, erstmal natürlich eine sinnvolle Sache. Wenn ich irgendwo im Industriegebiet Wärme habe, die ich nicht brauche, dass ich diese Wärme, anstatt sie letzten Endes einfach nur vergehen zu lassen, dass ich die dann irgendwo in ein Wärmenetz speise und dieses Wärmenetz dann dafür sorgt, dass die Wärme sinnvoll verteilt wird, das macht natürlich schon mal erstmal Sinn, das streiten wir mal nicht ab. Aber das Problem ist natürlich, wie will ich das Ganze denn tatsächlich in der Praxis nachher umsetzen? Denn was die Kommunen hier machen, das ist ja erstmal nur eine Wärmeplanung, ein Wunschzettel. Die schreiben jetzt auf, ja, wir hätten jetzt hier vielleicht die Industrie XY, da hätten wir so viel Wärme
wir hätten das Wohngebiet, da könnten wir so viel Wärme hinleiten und dann müssten wir das und das und das alles aufbauen, machen und tun und dann würde das alles theoretisch irgendwie funktionieren. Ja, aber davon redet noch keiner, wie das nachher umgesetzt wird. Und jetzt muss man gucken, wie lange haben die Kommunen dazu Zeit. Da ist es jetzt so, dass unterschieden wird an der Hand der Kommunengröße. Das heißt also, wenn ihr in einer Stadt, Gemeinde, Kommune größer als 100.000 Einwohnern wohnt, dann hat da die Kommune bis zum 30. Juni 2026 Zeit, diese Wärmeplanung vorzulegen. Und in etwas kleineren Kommunen haben die 2 Jahre länger Zeit, zum 30. Juni 2028. Bedeutet also, bis Mitte 2028 sollte dann deutschlandweit in allen entsprechenden Kommunen die Wärmeplanung soweit abgeschlossen sein. Warum ist jetzt dieses Datum für uns als Bürger oder auch schlichtweg als Heizungsbetreiber so wichtig? Naja, solange die kommunale Wärmeplanung bei dir vor Ort noch nicht abgeschlossen ist, kannst du weiterhin deine Gas- oder Ölheizung 1:1 austauschen, ja, ohne jetzt irgendwelche 65% Regeln einhalten zu müssen. Da gibt es dann zwar noch andere Ausnahmen, ja, aber da kommen wir gleich noch im Laufe des Videos drauf. Naja, und dann müsste man ja sagen, eigentlich sind dann ja die Planungen soweit abgeschlossen, dann könnte es ja theoretisch losgehen. Ja? Aber da stelle ich mal noch so ein bisschen in Frage, wie das denn weitergehen soll, weil da findet man auf Regierungsseiten und so relativ wenig drüber, wie das dann geplant ist. Wenn jetzt eine Gemeinde alles aufgeplant hat, ne, wir bräuchten das Infrastrukturnetz hier und da und Wärme hast du nicht gesehen, da muss man natürlich am Ende das Ganze auch noch umsetzen. Und da behaupte ich mal, bei uns hier in Deutschland, mit den ganzen Prozessen, die wir haben bezüglich den ganzen Papierkram und Genehmigungen, dass das wahrscheinlich dann nochmal weitere 10 Jahre ins Land gehen, bis da überhaupt erstmal das so rechtssicher ist, dass da überhaupt ein Fernwärmenetz aufgebaut wird. Dann muss das Ganze auch irgendwie bezahlt werden und eingebaut werden. Und naja, also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so meint. Aber ich glaube nicht, dass wir vor 2045 tatsächlich diese kommunale Wärmeplanung, die dann da geplant wurde, auch in der Realität sehen und dass dann da die erste Kilowattstunde von einem Rechenzentrum bei einem Wohnhaus dann tatsächlich ankommt. Und was das Ganze dann kosten soll für den Endkunden, also was sich dann die Kilowattstunde Energie vom Rechenzentrum dann kostet, das wage noch überhaupt niemand zu benennen oder zu beziffern. Und was auch noch interessant ist, auch so richtig die Kommunikation, wie jetzt die Gemeinde dir jetzt klar machen soll als Bürger, dass du, wenn du jetzt morgen deinen Heizungstausch planst, dass aber übermorgen die Wärmeplanung fertig ist, das ist auch noch nicht klar. Vielleicht kommt dann ihnen ein Fax oder so. Naja, das können sie dann ja über die Rechenzentren verschicken, die sie noch alle aufbauen wollen, wa? Und damit kommen wir zum nächsten, nämlich dem H2 Ready Label. Ja, das ist, ich nenne es mal fast schon der feuchte Traum der Gasheizungsindustrie. Auch wenn natürlich viele Hersteller von Gasheizungen auch mittlerweile alle schon lange auch Wärmepumpen im Portfolio haben, so ist dank dieses Labels die Gasheizung einfach nicht tot zu kriegen. Weil was bedeutet das? Letzten Endes, dass deine Gasheizung in der Lage ist, bis zu 100% Wasserstoff direkt zu verbrennen. Man muss im Prinzip sagen, heute hast du ja die Gasheizung, die wird ja mit Erdgas betrieben oder mit Flüssiggas. Das heißt also, entweder ist es Methan oder ist es eben Propan-Butan-Gemisch und so weiter. Und Wasserstoff hat leicht andere Eigenschaften. Natürlich brennt Wasserstoff auch, alles gut soweit, aber das hat natürlich andere Verbrenntemperaturen, das hat andere Brennwerte und so weiter. Und damit eine Gasheizung effizient mit Wasserstoff funktioniert, muss die schon dahingehend konzipiert worden sein. Und das gibt es aber heute, ich sag mal, H2 Ready Gasheizungen sind jetzt kein Hexenwerk von der Technik her. Das heißt, auch heute haben die meisten Hersteller schon entsprechende Gasheizungen im Angebot. Und darum empfiehlt es sich schon, auch heute schon darauf zu achten, wenn ich eine Gasheizung tausche, dass sie idealerweise auch so ein H2 Ready Label besitzt. Warum ist dieses H2 Label so wichtig? Naja, ich hatte es ja eben schon gesagt, bei der kommunalen Wärmeplanung, da gibt es ja noch so einen kleinen Pferdefuß. Ihr müsst zwar, solange diese kommunale Planung noch nicht abgeschlossen ist, diese 65% Regel nicht erfüllen. Aber wenn ihr trotzdem eine Gasheizung einbaut, dann muss diese in der Zukunft mit einem steigenden Anteil von ja, Biogas, will ich es mal nennen, funktionieren. Wie sieht das Ganze aus? Ab 2028 soll ja die Wärmeplanung fertig sein und ab 2029 muss eure Gasheizung mit mindestens 15% Bioanteil laufen. Das bedeutet also, dem Erdgas muss also entsprechendes Biomethan zugemischt werden oder alternativ auch Wasserstoff, ja, und zwar eben zu 15%.
Oder wenn ihr jetzt mit Flüssiggas heizt, dann muss dieses Flüssiggas ebenfalls mit 15% biogenem Flüssiggas gemischt werden. Wer übrigens von biogenem Flüssiggas noch nichts gehört hat, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Um diese ganzen GEG-Regelungen zu erfüllen, habe ich ein Video zu gemacht, das kann ich mal hier verlinken. Also ganz interessant eigentlich. Und ja, dieser Anteil, der steigt. Das heißt, 2035 müsst ihr bereits 30% von diesem Bio-Anteil erfüllen. 2040 sind es bereits 60% und ab 2045, da muss jede Gasheizung nach aktuellem Stand mit 100% Biogas funktionieren. Das heißt, dann darf keine Gasheizung mehr in irgendeiner Form einen fossilen Energieträger verbrennen. Ja, unterm Strich bedeutet das dann für jemanden, der heute 1:1 eine Gasheizung einfach austauschen kann, ohne halt die 65%-Regel erfüllen zu müssen, dass er seine Probleme mehr oder weniger nur in die Zukunft verschiebt, weil zum einen ist es dann gesichert, dass ab 2029 dieser Bioanteil im Gas immer weiter steigen muss. Und damit ist eigentlich auch klar, dass dann das Heizen auch spätestens ab 2029 mit Gas erheblich teurer sein wird. Jetzt mal völlig davon ab, wie das aussieht, wie das weitergehen soll mit der CO2-Steuer, die ja auch nochmal ein großer Batzen sein wird. Das heißt, die CO2-Steuer auf fossile Energieträger wird erhöht. Und wenn du da Bioanteile rein hast, vor allen Dingen Wasserstoff, wenn dann die Anbieter Wasserstoff mit in die Gasnetze bringen müssen, um eben diesen Anteil zu erhöhen, dann wird das Gas auch richtig teuer werden. Das kann man eigentlich schon sagen. Da traut noch keiner sich groß, da irgendwelche Prophezeiungen zu machen. Aber ich würde jetzt mal pauschal damit rechnen, dass du wahrscheinlich dann eher so in Richtung 20, 25 Cent pro Kilowattstunde sprichst, wenn da Wasserstoff mit drin ist. Also das ist halt schon eine Geschichte, was ich meine. Man verlagert seine Probleme eigentlich nur in die Zukunft. Und spätestens, wenn diese Bioanteile dann 2035 dann in Richtung 30% oder 60% gehen, dann wird Gas so teuer werden, dass es sich absolut nicht mehr rechnet, damit tatsächlich noch zu heizen. Und gerade was die Verwendung von Wasserstoff in Gasheizungen anbelangt, da würde ich euch immer raten, seid da bloß vorsichtig, was da überall mal zu lesen oder zu hören ist. Jeder, der behauptet, dass man Gasheizungen auch problemlos mit Wasserstoff betreiben kann, hat das nur von der theoretischen Seite durchblickt. Weil natürlich logisch, Wasserstoff brennt und was ihr gerade schon meinte, so ein H2-Ready-Label beweist ja auch, dass diese Gasheizung mit Wasserstoff zu betreiben ist. Aber, das ist halt theoretisch, was nützt es mir, wenn ich dann Wasserstoff in dieser Heizung verbrenne und mich kostet dann so eine Kilowattstunde Wärme irgendwie 50, 60 Cent? Ist totaler Schwachsinn. Das heißt, das würde niemals einer machen. Und genau darauf läuft es hinaus, weil Wasserstoff ist relativ wertvoll, weil er sehr teuer in der Herstellung ist. Und deswegen wird es niemals dazu kommen, dass in größerem Stil Wasserstoff tatsächlich über Gasnetze verteilt werden würde, um dann eben letztendlich nur in Gasheizungen in Wärme umgewandelt wird. Dann ist das einfach viel zu teuer. Und selbst diese 15% Anteil, die dann ab 2029 kommen sollen, wenn die durch Wasserstoff gelöst werden sollen, selbst dann wird man schon merken, wie teuer das Gas dann wird und dann wird das noch ein ganz böses Erwachen für viele geben. Deswegen sollte man tatsächlich schon aufpassen und ein bisschen weiter in die Zukunft planen, ob man wirklich heute noch eine Gasheizung betreiben möchte. Wie sieht das Ganze denn jetzt mit Ölheizungen aus? Die haben wir ja gerade ganz vergessen bei der Diskussion. Ja, gibt es da nicht auch irgendeinen biologischen Kraftstoff für? Ja, leider nein. Ja, also jetzt kennen von euch viele natürlich den Biodiesel und genauso gibt es auch Bioheizöl tatsächlich. Allerdings ist das jetzt nicht irgendwie 100% Rapsöl oder irgendwie sowas, sondern letzten Endes ist bei Bioheizöl maximal so ein Anteil zwischen 5% und 10% tatsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Rest ist weiterhin mineralischer Natur, also sprich fossil. Also ein Bioheizöl, aber auch ein Biodiesel hat überhaupt gar nichts mit einem ökologischen Brennstoff zu tun. Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen, sage ich mal, wie so Superbenzin E10. Da ist halt ein kleiner Anteil Biokram drin, aber eigentlich ist es das gleiche wie vorher auch. Ja, und so ist das bei Öl auch, bei Heizöl. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass man mit den Ölheizungen noch viel eher ein Problem bekommt. Wenn ich jetzt wenigstens sagen kann, die Gasheizung, die könnte ich ja über einen steigenden Anteil von Biomethan oder meinetwegen auch biogenem Flüssiggas, könnte ich die tatsächlich bis vielleicht 2035 weiter betreiben, dann bin ich bei 30% und vielleicht sogar bis 2040. Theoretisch kann ich die Gasheizung auch weiter betreiben, weil ich letztendlich auf 100% Wasserstoff, 100% biogenes LPG und so weiter umsteigen könnte. Jetzt, das Preisliche habe ich ja eben schon gesagt, das wird wahrscheinlich zu teuer sein, aber theoretisch wäre es möglich.
Beim Öl geht es nicht. Wenn man mal schaut, heutzutage nagelneue Ölheizungen, die sind zum Teil in der Lage, bis zu 20% Bioanteil zu verbrennen. Ja, so, da ist so die Grenze, kann man sagen. Das heißt, eine Ölheizung, die kannst du, wenn es gut läuft, noch bis 2035 betreiben. Und wenn es dann eben auf Bioanteile über 30% hinausläuft, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Also spätestens dann musst du dich um hybride Systeme und so weiter kümmern, um dann wieder diese 65%-Regel einhalten zu können. Ja, eine der wichtigsten Fragen, die haben wir jetzt fast vergessen: Wie genau wird denn eigentlich sichergestellt, dass ich jetzt bei mir die 65%-Regel einhalte mit meinem, meinetwegen, hybriden Heizungskonzept, ja? Und da kommt natürlich erstmal die erste Frage: 65%, aber von was denn bitte schön? Da gibt es nämlich auch durchaus unterschiedliche Ansichten. Fakt ist jedenfalls, wichtig ist für die Betrachtung der 65%-Regel der Heizwärmebedarf des Hauses pro Jahr idealerweise. Es geht also nicht um jetzt irgendwelche Heizlasten oder auch die Leistung eurer aktuellen Heizung und so weiter, darum geht es nicht. Es geht letztendlich um den Heizwärmebedarf. Und wenn du jetzt mal schaust, so ein normales Bestandsgebäude, hast du irgendwie mal 25.000 Kilowattstunden Wärmebedarf pro Jahr, dann heißt das also in diesem Fall, dass du mindestens 16.250 Kilowattstunden aus regenerativen Quellen irgendwie zusammenbekommen musst. Und das sind eben jetzt bei unserer Technologieoffenheit, die immer so genannt wird, wären das dann zum Beispiel allen voran natürlich die Wärmepumpe, das kann aber auch sowas sein wie eine Infrarotheizung oder auch Split-Klimageräte, die jetzt dezentral dann im Haus angebracht werden, aber auch sowas wie Biomasse, das heißt also ein Pelletofen oder auch ein normaler Kaminofen oder auch sowas wie eine Solarthermieanlage, können damit reinspielen und das Ganze darf natürlich auch in einer Kombination miteinander funktionieren. Das heißt, ich habe vielleicht eine Gasheizung, dazu eine Split-Klima, zwei Infrarotheizungen und noch einen Kamin und das Ganze rechne ich jetzt zusammen, um dann letzten Endes auf meinen regenerativen Anteil zu kommen. Ja, und wer kümmert sich darum? Dreimal dürft ihr raten, natürlich der Energieberater. Ihr braucht also an der Stelle immer einen Energieberater, der euch da einen entsprechenden Nachweis nach DIN V18599 erstellt, wo dann praktisch rechnerisch nachgewiesen wird, dass eure Konfiguration, was ich gerade schon meinte, ne, mit zwei Infrarotheizungen und hier und da, dass das praktisch dann genau diese mindestens 16.250 Kilowattstunden pro Jahr ergibt und damit letztendlich dann für eure Konfiguration der diese 65%-Regel erfüllt wird. Aber wie gesagt, das wird alles rechnerisch ermittelt von einem Energieberater. Das läuft meistens dann auch bei dem Einbau der neuen Gasheizung, bekommt ihr auch eine Fachunternehmererklärung des Heizungsunternehmens, welches die einbaut, und in dem Rahmen läuft das Ganze dann meistens ab. Und zuletzt noch die wichtige Frage: Wie sieht es das ja eigentlich aus, wenn ich meine Gasheizung nur repariere und eben nicht austausche? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man immer im Auge behalten sollte. All diese ganzen Regelungen, die ich gerade erwähnt habe, die gelten immer nur bei dem Austausch einer Gasheizung. Reparieren darf ich die aber ohne weiteres. Ja, und zum Reparieren, da gehört auch der Austausch von Teilen dazu. Das heißt also, solange meine Gasheizung auch nur irgendwie reparabel ist oder instand gehalten werden kann, kann ich die durchaus relativ lange noch genauso in der gleichen Konfiguration, wie sie jetzt ist, einfach weiter betreiben. Und das ist auch tatsächlich nicht wirklich genauer definiert, was da beim Reparieren ausgetauscht werden muss, wann ist es ein Neueinbau und so weiter. Ja. Und da habe ich tatsächlich schon einige pragmatische Lösungen von Zuschauern bekommen, die einfach gesagt haben: Weißt du, wie ich das gelöst habe? Ich habe mir einfach im Kleinanzeigenmarkt, habe ich mir eine Heizung gekauft, eine gebrauchte, die irgendwer ausgebaut hat. Und die habe ich mir einfach an die Seite gelegt. Also natürlich genau die Heizung, die er bereits betreibt. Und egal, was an meiner Heizung kaputt ist, ich kenne den Heizungsbauer und der kommt dann vorbei und dann wird das einfach getauscht. Also auch sowas wie die Elektronik, was vielleicht ja nach 20 Jahren auch ein bisschen schwieriger zu bekommen ist. Auch sowas kann ich dann 1:1 tauschen. Und damit kann ich natürlich dann auch so eine etwas ältere Gasheizung durchaus noch signifikant länger betreiben, bevor sie wirklich endgültig kaputt geht und eventuell getauscht werden müsste. Und ich behaupte auch mal, selbst dann gibt es noch durchaus da irgendwelche Möglichkeiten, das irgendwie als eine Reparatur zu kennzeichnen. Und damit kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und Fazit von meiner Seite. Ja, mit dem Neuentwurf des Gebäudeenergiegesetzes und eben auch der Einführung der 65%-Regelung wurden ja schon sehr viele Dinge tatsächlich auch im Heizungssektor durcheinander gewirbelt, will ich mal ganz vorsichtig sagen. Und wie sinnvoll das alles am Ende wird, das große Ziel ist ja letzten Endes bis 2045.
praktisch den Gebäudesektor dahingehend klimaneutral hinzubekommen. Die Frage ist natürlich, mit welchem Aufwand das dann irgendwo gerechtfertigt werden soll. Ich behaupte mal jetzt, was ich ja gerade schon bei dem Austausch der Heizungen meinte, in vielen Fällen jetzt in der Praxis wird das einfach nur zu so ein bisschen mehr Kreativität führen, dass man eben versucht, die Gasheizungen eben nicht kaputt zu schreiben und offiziell auszutauschen, sondern eben irgendwie zusieht, dass sie am Ende nur repariert wurde und eben nicht neu gemacht. Ja, und da ist so ein bisschen die Frage natürlich auch die Abstimmung, ja, mit dem Heizungsbauer, vielleicht auch mit dem Schornsteinfeger. Ich habe das jetzt nicht gesagt, aber ich behaupte mal oder meine Meinung ist, dass da sehr viele auch wirklich vielleicht das Innenleben austauschen, das alte Gehäuse da wieder drüber schrauben, damit die wieder alt aussieht und fertig. Ja, einfach nur, weil sie mit diesem ganzen Kram nichts zu tun haben wollen. Ärgerlich dabei ist halt auch, dass immer wieder dann, also dass so eine einfache Sache wie ein Heizungstausch dann gleich wieder überreguliert wird an der Stelle. Ja, ich brauche dann schon wieder einen Energieberater, wenn ich eine Heizung tauschen will, das hatte ich eben gar nicht erwähnt, den braucht ihr dann. Ihr braucht einen Energieberater, der euch berät, dass es besser wäre, nicht die Heizung zu tauschen, sondern eben gleich eine Wärmepumpe einzubauen und was das dann wieder kostet und so weiter und so weiter. Insgesamt finde ich da auch sehr viel Theorie dran. Das ist viel zu viel, um es jetzt in so einem Fazit, das sind noch eigene Videos wert, aber nimm mal einfach nur das Beispiel mit der kommunalen Wärmeplanung. Ja, das habe ich ja eben erklärt, jetzt können die Kommunen, können da jetzt planen und machen und tun, wie sie wollen. Ja, und die planen jetzt, habe ich in der Industrie, da habe ich jetzt mein Rechenzentrum oder ich habe meinen anderen Betrieb und die produzieren ganz viel Wärme und die schiebe ich jetzt über so ein Verteilernetz dann zu den Häusern. Alles schön und gut. Wir reden dann aber über Fernwärme. Fernwärme ist nochmal ein ganz eigenes Thema, so von wegen Mini-Monopolstellung und so weiter und eben der gegenseitigen Abhängigkeit voneinander und auch die Preise, die ja nicht geklärt sind. Aber viel wichtiger für mich, wenn ich jetzt einen Betrieb habe in einem Industriegebiet, der tatsächlich eine Menge Wärme produziert, die irgendwie weg müsste, dann klingt das ja erstmal ganz toll. Aber ich produziere ja irgendwas. Also meine Aufgabe ist ja nicht die, ich bin ja kein Energielieferant. Ich müsste aber einer werden. Das heißt also, wenn ich diese ganzen Vorgaben dann erfüllen soll, dann muss ich ja hinterher auch eine ganze Menge Papierkram machen. Also die Frage ist, will ich am Ende tatsächlich Wärmeenergie für ein Fernwärmenetz produzieren? Will ich das tatsächlich? Oder ist das Ganze so aufwendig, unkompliziert, unkomplex und wird wieder durch irgendwelche Rechte, Behörden und sonst irgendwas sowas von schwierig gemacht, dass ich sage, weißt du was, für das Geld, und da baue ich einfach einen Kühlturm und lasse die Energie einfach in die Umwelt ab. Das ist für mich einfacher, als diese Energie sinnvoll in so ein Netz einzuspeisen. Und auch, wer bezahlt das Netz, wer bezahlt die Energie und wie soll das alles laufen? Also sprich die Frage, ob bei so einem Wärmenetz überhaupt irgendwelche Produzenten mitmachen wollen aus der realen Wirtschaft, das sei mal noch dahingestellt. Ja, und dann auf der anderen Seite auch die Kunden, die dann ja auch nochmal eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen. Also auch so ein Anschluss von so einem Wärmenetz an deinem Haus, den musst du auch selber bezahlen. Und der ist mitunter auch nicht billig. Der kostet teilweise schon mehr als der Austausch einer Gasheizung. Also jetzt nur, um bei dem Beispiel zu bleiben. Also wie gesagt, das ist alles noch sehr theoretisch und wie das nachher praktisch. Und ich sag mal, was ich ja eben schon meinte, ob da vor 2045 auch nur eine Kilowattstunde den Besitzer wechselt, das sei mal noch dahingestellt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht, wie plant ihr das? Habt ihr vielleicht im letzten Jahr bereits eure Gasheizung getauscht in, ich nenne es mal, weiser Voraussicht? Wie seht ihr so ein bisschen die Entwicklung der Gasheizung bzw. der Gaspreise? Das wird nochmal sehr interessant werden in den kommenden 10 Jahren. Und ja, oder habt ihr zum Beispiel auch jetzt schon die Gasheizung ausgebaut und habt euch irgendwas Alternatives ausgesucht? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, würde mich durchaus mal interessieren, auch wenn wir jetzt zu dem Thema noch so ein bisschen mehr machen. So, ich zum Beispiel, ich habe ja umgebaut, ich habe meine Gasheizung rausgeworfen, habe eine Wärmepumpe eingebaut. Wer mal so wissen will, wie das Ganze abläuft, ich habe mir eine kleine Doku zugemacht. Der erste Teil ist schon online, den kann ich mal hier verlinken. Wer mal so ein bisschen gucken will, wie so ein Austausch Gasheizung auf Wärmepumpe in einem verhältnismäßig neuen Haus, also gerade so 20 Jahre alt, wie das Ganze denn so aussehen kann. Naja, und das soll es dann von mir gewesen sein. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, haut was gerne in die Kommentare, lasst mir auch gerne ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.